Was ist denn hier los? Wir sind wieder draußen. Gasflasche ist draußen, Schweißgerät ist draußen, Kevin ist draußen, Sonnenschein, wir haben schönes Wetter. Ja. Weil wir haben mal wieder ein Boot. Versucht das nicht schön zu reden. Was ist das Wetter? Das Wetter mit der Sache. Das Wetter mit der Sache ist einwandfrei. So, er hat schon vorbereitet. Wir müssen. Oh, hier, schön, Matze. Da muss man wieder loben. Ja, das hat er wieder. Nice. Einwandfrei gemacht. Hat er sich ein Blechle gebastelt, um die Matze ranzukriegen. Aber das hast du, glaube ich, letztes Mal schon so gemacht, gell? Ja, es sind ja keine Punkte an so einem Ding da. Ist schon richtig, ist schon genau richtig. So nah wie möglich an der Schweißstelle. Wir fangen jetzt mal bei der Grundsache an. Boot, das heißt, er rutscht gerne mit seinem Boot auf Land. Das heißt, diese Kante hier unten ist natürlich extrem Strapazen ausgesetzt. Das heißt, das nutzt sich wahrscheinlich dann auch ein bisschen ab. Hier ist die Schweißnadel auch schon weg, also hier unten sieht man sie noch. Wir hatten schon Kontakt per WhatsApp. Wir sollen hier einfach ein Verstärkungsblech einsetzen. Hättest du halt auch mal irgendwas zum Unterlegen holen Was können. Soll ich denn da nee, ist gut, wir machen es richtig schön russisch und legen uns ins Deck. Eine Decke brauche ich an. Kevin ist noch jung, das muss man dazu sagen. 23 bist du. 24. Da kann das ja noch machen, okay. 3 mm Blech gekantet. Wie lang ist das? 1,50 Meter. Ja. Das wird jetzt hier unten verschweißt, damit wir quasi ein Verstärkungsblech quasi drunter gesetzt haben. Er braucht mich jetzt, um das, dass ich es hochhalte. Das geht bestimmt schon durch, weil ich wieder nur die Kamera in der Hand habe. Ja, und so muss man das halt dann da dran drücken. Ja, das krieg ich hin. Hast du es hinten schon geheftet? Ja, habe ich schon. So. Bedeutet, wir haben hier die Weldinger, oh, ich weiß es nicht, 211 glaube ich, gell? MEW 211, Sündig Pro. Ach ja, in der Mitte steht es, genau. Auf was schweißt der Doppelpuls oder Puls? Doppelpuls. Auf Doppelpuls wird verschweißt, die Kiepgasflasche mit Stellverschluss, oben steht der Wagen, geht immer relativ easy. Und alles hierher gebracht. So, also wir zeigen wieder ein bisschen, wie der Kevin sich hier quält. Aber das sind halt wieder so Spezialreparaturen. Darauf haben wir ja Lust. Oh, du hast sogar immer die Handschuhe. Ja, ja. Was ist denn da los? Also Masa hat er gut gemacht, finde ich. Für gut befunden. Ich drücke das jetzt hoch, damit er es durchheften kann. Und wir müssen es ja nicht komplett verschweißen, weil es nicht wie beim letzten, dass es undicht ist, sondern es ist ja nur eine Verstärkung. Das heißt, wir müssen es nicht durchschweißen, weil es hier nicht um Dichtigkeit geht. So, dann haben wir hier unseren schönen großen Akkuwinkelschleifer mit Reinigungsfließscheibe wieder, ganz klar. Wir wollen ja nicht das Material vom Alu doch wegmachen, sondern nur die Farbe. Jetzt ziehen wir es wieder in die andere Richtung, dass wir nochmal hinkommen, dann die Farbe noch nicht gleich wegzumachen. Highlight. Ja, da können wir echt froh sein, dass die erste Frühlingseinheit gerade da ist, was Wetter angeht. Ich weiß nicht, was wir haben, wenn kälter wird. Na klar, die ganze Zeit geheult, es ist so kalt und jetzt heulen wir rum, weil es so war. Aber das ist ja immer so mit den Leuten. Ja. Komm hier, Feuer. Ne? So, der erste Teil hat schon gut funktioniert. Jetzt war der Radius ja nicht so krass. Das haben wir quasi jetzt hier eingesetzt, aber ich vermute, hier müssen wir zwei Teile machen. Oh. Ne, lass dich doch dran. Nee, da ist doch, da stört doch dann das Blech. Ja, das war ja wieder dumm. Na, wo hätte ich es denn sonst nicht machen sollen? Aber die Hefter waren ganz schön gut, glaube ich. Nö. Na klar. Das sind halt auch zwei Riesenhefter. Ja, bevor es nicht geht. Das schmeckt. Das ist so ärgerlich. Normalerweise fällt das ja immer ab halt, gell? Also ich würde sagen, bis hierhin. Vielleicht sogar wirklich bis zum Masseteil, ein Teil. Zur Not musst du es hier dann einmal einschneiden und dann hier hoch. Ich würde zwei Teile draus machen. Was meinen Sie? Was haben wir denn noch so? Schöne 30, 35. Nein, bis dahin. 80 sind es insgesamt. 18, ja. Ich würde 45. Dann würde ich 40, 40 mal zuschneiden. Wir können es ja auch mal probieren, vielleicht geht es ja so. An einem Stück? Ja. Nicht. Niemals. Frank, grüße dich. Danke dir für deinen Kommentar und ein Video zu der Jeep-Reparatur. Meistens nehmen wir bei den Dingen immer ALM-G5. Das ist so der Standard. Da switchen wir dann nur zwischen 2,4 und 3,2 mm. Immer deine Fragen reinstellen. Wenn ich nicht immer hier antworte, gerne auch per WhatsApp melden. Ich versuche es immer bestmöglich zu machen, aber manchmal sind es ganz schön viele Nachrichten. Aber ich gebe mir Mühe, also immer schön weiter kommentieren. Danke dir dafür und lass dir es gut gehen. Übrigens habe ich letztens noch das Stahlmaßstab habe ich ganz geschafft, kaputt zu machen. Manchmal fragt man sich, was mit der Jugend los ist, gell? Viel schlimmer ist, dass ich ständig hier hinten aufräumen muss und muss die Sachen wegtun. Das ist viel schlimmer. Hast du halt durchgeschnitten jetzt? Da liegt's drin. Ja, es lag halt irgendwie da hinten drin. So wird halt mit meinem Werkzeug umgegangen, was ich so kaufe, damit meine Mitarbeiter überall schöne Sachen haben. Ich war nicht der Erste.
Die Einzige, die mit den Sachen ordentlich umgeht, ist die Susanne. Gut, los. Also 40. Ich würde es durchschneiden und würde zwei Teile machen. Ja, können wir ja. Du musst es dann eh einschneiden. Umso mehr der Radius dann ist, schneidest du es hier ein und dann wird der Spalt immer größer. Und dann sieht das irgendwann kacke aus. Weißt du, wie ich das meine? Wo sich das dann normalerweise wählt, schneidest es ein und dann kannst du es trotzdem an die Kante anlegen. Du weißt nicht, was ich meine, oder? Doch. Es ist halt auch, wenn immer alles so halt da drauf liegt. Irgendwann schneidest du sogar noch einen Winkel durch. Ich glaube, das schlägst du nicht. Ja, weil der Winkel wahrscheinlich sich nicht durchschneiden lässt, vermute ich mal. Gut durchschneiden. Kantungshammer. Ja, das war ja klar. Hier hättest du die 40, glaube ich, auch eingeben können. Guck mal. Was? Ausweichen. Kann man übrigens auch machen, das habe ich dir schon mal gezeigt. Ja, haben wir nochmal schön selber gemacht. Ich muss jetzt etwas runterrammeln. Und so macht man das. Man räumt es nicht weg, sondern man legt es wieder einfach auf die Abkante, auf die Stange, wie hier das Blech. Naja, ich weiß, ich bin beliebt, es ist aber nicht. Ich will es ordentlich haben. Jetzt müssen wir noch ein Regal für Messing machen. Ob das den Jungs im Video hier auffällt, wie schön ich diese Abkantwand geputzt habe. Die sah nämlich richtig Huberts aus. Und hier die Kante vorne ist ein bisschen gegammelt, deswegen habe ich die mal ein bisschen sauber gemacht. Das ist ein Blech, 100. Also 50 zugeschnitten, angezeichnet. Wie viel Grad hast du gekannt, gefühlt? Ah, wir haben ein Probeblech gemacht und Ausschuss produziert. Rechtfertigen Sie das jetzt? Übrigens, Blech habe ich jetzt bei Instagram mal eine Umfrage gemacht. Wer Übungsbleche möchte, wer meint, mal eine kleine Aktion bald raushauen im Shop. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Blech bestellt bei meinem Lieferanten, weil wir sowieso Material bestellen mussten. Da werden wir mal einige Probebleche zum Üben machen. Was? Nein. Ja. Guck, das bin ich auch. Achtung. Ich habe dich vorhin Wind. Die ganze Zeit... Nee, ist nicht der Wind. Die ganze Zeit angelehnt. Ja, aber die Tür oben ist jetzt offen. Na und, die war vorhin auch schon offen. Nein. Was denn? Reicht nicht. Ja, das war schon zu doll. Das Stück. Also für unten, das. Los. Das ist denn was, ey? Oh, der kommt jetzt. Der Termin ist jetzt 14 Uhr. Los. Go out. Interessant. Ja, es könnte vielleicht noch gehen. Zur Not machst du einen Schnitt. Vielleicht geht das so. Los, komm, hol ein Schweißgerät und fang an. Los, komm, komm. Ich bin hier. Wir brauchen nur erstmal die Masse. Kommst du da weg? Ja, gut, ich muss halt wegbleiben. Ja. Soll ich das nur wieder die ganze Zeit machen? Schneidest du es jetzt schon ein oder was? Ja, ich weiß noch nicht, was meinst du denn? Aber du musst das nicht so einschneiden. Du musst kein Dreieck schneiden. Na, wieso denn nicht? Nein. Ich klappe es doch aber zusammen. Dann fällt auf die Ecke zusammen. Du schneidest jetzt hier rein und lässt hier drin einen kleinen Steg. Und dann kannst du das einfach anknicken und gut ist. Dann entsteht das Dreieck von alleine. Wieder was gelernt von Bernd. Da freue ich mich immer, weil ich dann merke, dass ich halt doch schon ein bisschen Erfahrung habe mit dem ganzen Müll, den man muss. Könnte halt da ein bisschen warm sein. Ja. Bisschen. Okay, ich hab's. Okay, ich hatte Denkfehler. Aber ich kann es wenigstens zugeben. Hm. Wenn machst du mal in die andere Richtung. Ja. Dann würde es gehen. Das habe ich gedacht. Ja. Genau das habe ich gemeint. Es fällt ja zusammen. Das ist die Nummer, wo wir drüber gesprochen haben, ne? Dass der da was hochgeht. Ja. Ja, ich hatte aber gerade klugscheißermäßig was gesagt, aber es war genau falsch. Also hätten wir jetzt eine 5 mm Scheibe genommen, dann hätte es gepasst. Fast, ja. Hey, halt doch aber nochmal dran, wir haben doch hier jetzt auch ein Stück gedrückt. Das würde ich so lassen und gut ist. Okay, dann. Und dann machen wir das mit der Stange wieder schön. Und dann sieht es ordentlich aus. Brauchen wir jetzt die Masse mal wieder. Schweißt. Der Bleche hat man jetzt zusammen angefetzt. Wir haben es jetzt vorne so gemacht, dass wir doch gestückelt haben. Das heißt, wir haben vorne 1, 2, 3, 4 Bleche gemacht. Die hat das schon verschlissen.
und dann wird halt, ja, ein bisschen schwarz wird es halt immer bei den MEG-Schweißen. Oh, aber sieht doch ganz gut aus, Kevin, oder? Ah ja. Lässt sich schweißen, oder? Ja. Mhm. Oh, oh. Er quält sich heute, der Kleine. Oh. Hin. Ein Gestöhne. Ja. Aber ich find's okay. Soll ich mal einen Kran? Einen Kran bräuchte man. Ja. Oh, mein Nacken. Mensch, du bist 24, nicht 54. Ja, ich habe aber jedes Wochenende Verschleißen. Kevin leidet heute ganz, ganz doll, der Arme. Ja, ist so schlimm, die Arbeit. Ja. Da war doch das alte Boot schlimmer. Beides scheiße auf dem Boot. Also, sieht gut aus. Klar, ein bisschen schwarzer Rand. Oxidschicht ist halt so das Thema, gell, beim MEG-Schweißen. Aber das machen wir jetzt schön sauber und dann läuft das, würde ich sagen. Wenn du das schön verschleifst, sieht aus wie aus einem Stück. Kevin, bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Ja. Freust du dich? Ja. So, wir haben nur noch mal ein kleines Nähtchen nachgezogen. War noch mal der Abstand ein bisschen größer, aber das wird halten. Wie gesagt, hier vorne haben wir uns entschieden, dass wir das Ganze stückeln, dass wir nicht diese Dreiecke rausschneiden, gell? Ja. Sieht schöner aus, hat er schön verschweißt, die Übergänge und verschliffen. Und das passt quasi. Wichtig ist, wenn man hier sowas die Farbe mal runter macht, das haben wir aber ja, glaube ich, schon gesagt, dass wir da immer die Reinigungsfließscheibe nehmen und nicht eine Fächerscheibe. Die hier zum Beispiel von Norden ist für eine Karosseriescheibe halt, dass du quasi nur die Farbe, Dreck etc. abnimmst und nicht noch vom Material das Ganze dünn schleifst. Das wäre dann ärgerlich. Für den Schleif war dann natürlich die Aluscheibe von Norden genommen. Ich mache halt nicht mehr Geld, dass hier Norden ist. Wieso, weil es ab ist? Ja, das fliegt immer beim Flexen ab. Beim Schleifen, nicht beim Flexen. Das ist nämlich ein Eisenblätter, keine Flex. So, also, wir haben das Blech drunter gesetzt. Wie gesagt, 1,50 Meter, dann gestückelt. Alles schön drunter gesetzt. Das heißt, wenn du auch so ein Boot hast, wo du sagst, du rutschst gerne mit dem Boot auch an Land, haben wir hier auf jeden Fall eine schöne Verstärkung gebracht mit 3 mm Aluminiumblech. Das heißt, dass die Grundsubstanz vom Boot quasi nicht beschädigt wird, sondern dass es erstmal auf das Blech drauf geht. Ja, haben wir schönen Haushalt, aber wir machen es uns immer einfach. Wir nehmen immer schön unseren Wagen und räumen wir alles drauf. Können es dann in den Fahrstuhl räumen und dann ist das alles schön drinnen verpackt. So, ein bisschen Werkzeug brauchst du natürlich bei solchen Sachen immer. Draußen ist natürlich klar, wäre schön, wenn du einen Kran hättest oder irgendwelche Sachen, dass es höher kommt. Aber man muss auch mal mit dem Mittel die Sachen machen können, wie man es halt da hat. So, unser kleiner Heuler Kevin ist fertig. Er muss nicht mehr unterm Boot rumkrabbeln, beziehungsweise wir bekommen noch mal eins. Dann muss es wahrscheinlich wieder einer von uns beiden machen. Thema Boot hast du gesehen, viel machbar. Lieber vorher als zu spät. Jetzt war das wirklich eine einfache Nummer. Das heißt, wir haben die Bleche angepasst. Das war eigentlich easy. Auf Länge geschnitten, auf die Breite. Haben das angeheftet, haben alles mit MEG gemacht. Dadurch geht das auch relativ zügig. Wigschweißen, Überkopf, klar geht. Haben wir ja das letzte Mal auch gemacht, wo wir die Reparaturschweißung am Boot gemacht haben. So ging es halt ein bisschen flotter, weil es sich gut schweißen lassen hat. Die Grundsubstanz war super. Und dann haben wir die Bleche angepasst, haben das einmal um den Rumpf, glaube ich, heißt es, gell? Bis vorne rumgezogen. Da, wo der Kunde gesagt hat, ist die meiste Belastung, wenn er halt auf Land so draufrutscht. Und da haben wir ein 3 mm Blech drunter gemacht. Da kann er jetzt erstmal ein paar Mal drunter rutschen. Zu stark wäre wahrscheinlich ja wieder ein Problem gewesen mit der Formung und so weiter. Ich denke, das passt jetzt. Er hat das schon ein paar Mal gemacht und hat man noch nicht viel gesehen. Aber der Abrieb ist natürlich Wasser und Sand. Brauchen wir nicht drüber reden. Bestes Schmörgelpapier. Also, wenn du da auch mal bei so einer Thematik Unterstützung brauchst, ganz easy peasy bei uns per WhatsApp melden. Kannst uns anschreiben, nimm Kontakt mit uns auf, quatsch mit uns. Und auch thematisch Videos. Ich kann das alte Video, was wir auch schon gemacht haben, hänge ich dann auch nochmal mit an. Ansonsten, wenn Fragen sind, immer gerne melden. Oder sagst, Erik, das ist vielleicht jetzt nichts, wo du tagtäglich Lust drauf hast. Ich sage jetzt mal, ja, Lust oder wir haben nicht die Möglichkeiten, aber wir machen auch gerne mal Spezialprojekte. Gell? Einmal im Monat, alle 2 Monate, wenn du sagst, das ist jetzt vielleicht nicht unser Hauptaufgabengebiet, weil es größenmäßig wie das Boot ein bisschen umständlicher ist. Ich sag mal, jeden Tag wäre das vielleicht auch bei uns gar nicht möglich, aber melde dich. Also alleine in puncto, wir machen ein Video zusammen in puncto, wir können mal wieder was Neues, Cooles ausprobieren. Jederzeit gerne melden.
Obwohl, wir haben jetzt auch Laserschweißtechnik hier am Start. Also das heißt, wir gehen schon immer ein paar Steps weiter. Auch ein Thema, wo du jetzt in nächster Zeit ein bisschen was zum Thema Laserschweißen bei uns sehen wirst, weil wir das bei uns jetzt gerade aktuell in unsere Dienstleistungen, in unseren Alltag mit einbringen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Hier unten rechts findest du den Link, kommst du direkt zu WhatsApp, kannst uns anschreiben, nimm Kontakt mit uns auf. Und hier oben links kannst du dir das Video angucken, wo wir schon mal ein Boot repariert haben. Ansonsten bin ich auf eure Kommentare gespannt. Freue mich drauf. Wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns. Bis bald. Erik! Ja? Gibst du mir mal den Winkelschleifer, meinen Mundschutz und die Brille? Weißt du, das ist eigentlich anders, was auch müsste. Leg du dich doch hier drunter. Am Grund oben. Ach ja.